Dann herzlich willkommen, Pascal, zum EA Sports Fan Test. Mhm. Und deswegen kannst du hier mit dem Controller und dem Headset einmal gemeinsam mit unserer Technikerin ausprobieren, wie sich das so anfühlt. Mhm. Genau, du kannst ja einfach Platz nehmen. Geh richtig schön rein, hab ganz viel Spaß. Das ist irgendwie die Hauptsache. Ja? Gut. Gut, alles klar, dann viel Spaß. Hallo. Hallo. Ist das Pascal? Ja, hier ist Pascal, genau. Toll, ich bin Joanne. Ich komme aus Tschechien und ich bin Technikerin. Und ich spiele nicht so gerne Fußball, aber ich schaue, wie du spielst, okay? Bereit? Ich bin bereit. Dann los. Oh nein, 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 nein. Nein, bitte nicht Tor. Ja. Und woher kommst du? Ich komme aus Wolfsburg. Bin tatsächlich auch immer bei den Frauenspielen dabei vom VfL. Egal ob auswärts, ob zu Hause, ob in Paris. Echt? Ja, ob in Paris, in London. Ich war in Eindhoven, in Prag, in St. Pölten. Eindhoven, das war Finale, oder? Das war das Finale, genau. Und wie war das Spiel? Sagen wir so, die Stimmung zur Halbzeitpause war besser als nach Spielende. Warum? Weil ich habe keine Ahnung am Fußball und deswegen ich frage. Ja, alles gut. Nee, VfL Champions League Finale gegen Barcelona, zur Halbzeit 2-0 geführt. Leider dann relativ unglücklich 2-3 noch verloren, aber wir sind einfach mega, mega stolz auf die Mädels. Wir sind die zweitbeste Mannschaft in Europa. Dann unterstützt du sehr gut unsere Frauen aus Wolfsburg. Ich glaube, mit ein, zwei Ausnahmen wegen Krankheit, glaube ich, kein Heimspiel verpasst. Aber du spielst schon gut. Hattrick von Eva. Tatsächlich schon seit ich angefangen habe, zu den VfL-Frauen zu kommen, meine absolute Lieblingsspielerin, schon immer gewesen. Ja? Ja. Okay. Hoffe auch, dass sie uns noch sehr lange erhalten bleibt. Es muss eine gute Spielerin sein, wenn sie so viele Tore macht. Ich weiß gar nicht, es sind schon 6-0. Jetzt kriege ich langsam schlechtes Gewissen. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung aus dieses Spiel, deswegen... Nee. Alles gut. Noch ein Tor. Ich habe auch schon zu meinen Kollegen gesagt, mir ist es völlig egal, was die Champions League-Auslosung bringen mag, ob das, keine Ahnung, das letzte Dorf in Rumänien wird, ob es nach Portugal geht, ob es nach Polen geht. Egal, wo der Weg der Mädels hinführt, ich werde auf jeden Fall dabei sein. Immer dabei, ja. Immer dabei im Stadion. Ich bin tatsächlich im Stadion auch immer relativ einfach zu erkennen, sage ich mal. Bei den Frauen. Ich habe den drin gesehen. Ich bin einer der beiden Vorsänger tatsächlich mit Megafon bei den VfL-Frauen. Mhm. Ach so. Deswegen, bei den Heimspielen immer Block W1 und auswärts auch immer mit dabei. Oi. Hi Pascal. Ein wunderschönen, hi. Ja, ich habe nicht gut gespielt, oder? Och, das schönste Tor kam von dir. Ja, kann man schon sagen, ja. Alles gut? Alles gut, bei dir? Hat Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Wobei ich dazu sagen muss, als du den ersten Ton gesagt hast, ich habe sofort deine Stimme erkannt. Echt? Aber du hast deine Rolle gut weitergespielt. Eieieiei, okay, aber... Wobei die Überraschung insoweit geglückt ist, ich habe nicht damit gerechnet, dass du jetzt neben mir sitzt. Ich dachte, ja, dass du irgendwo von extern zugeschaltet bist. Ja, echt? Ja. Okay, nein, ich war in einer Raum weiter und ich habe hier ein bisschen so... Es hat einen kurzen Moment gebraucht, bis ich dann gemerkt habe, halt, stopp. Ja, genau, das war... Und dann zweite? Ja, das ist... Ich denke, das ist Eva. Genau, ja. Auf jeden Fall. Dann vielleicht ein... Revanche? Oder? Gerne. Ja? Gerne? Gerne. Ja.